Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play FIFA 16 Bier Goalkeeper im Karrieremodus mit mir im Partizan LP. Ja, jetzt habe ich länger keinen Part aufgenommen, das hat einen Grund, nämlich die Arbeit, die schöne, tolle Arbeit, die ich mache. Es war einfach mega viel zu tun, es war anstrengend, ich musste lange arbeiten, deswegen war ich am Abend völlig ausgelaugt, ich konnte nicht mal Star Wars oder Assassin's Creed spielen, ich wollte einfach nur ins Bett und dann schlafen gehen, also von dem her, judged mich bitte da nicht, aber jetzt geht es wieder besser weiter, heute ist Wochenende, dieses Wochenende kann ich auf jeden Fall zwei Parts wunderbar aufnehmen und nächste Woche habe ich auch dann bessere Dienstzeiten, da geht's dann auch dahin. Das kann ich euch mal versprechen. Mit FIFA 17, da habe ich dann sowieso so viel Zeit, dann wenn ich nämlich meine Matura-Abitur nachhole und da zur Schule gehe. Da habe ich dann volle Wäsche Zeit, weil da geht sich mega viel aus. Da habe ich früher aus, da werde ich dann lernen und dann habe ich Zeit zum Let's Playen. Und Donnerstag, Freitag habe ich komplett frei. Das wird mega geil, das sage ich euch. Es ist halt noch ein Zeitchen hin, bis FIFA 17 kommt. Der ganze Sommer ist noch dazwischen. Der ganze Sommer wird auf jeden Fall mit FIFA 16 befüllt. So, auf ins Geschehen, nämlich beim letzten Spieltag schon. Da gab es eine Überraschung. Bayern München hat gegen den FSV Mainz verloren, nämlich mit 1:2 zu Hause in der Allianz Arena. Jetzt weiß ich nicht, warum der Ton kurz weg war. Tut mir leid. Und Dortmund hat gewonnen. Dadurch ist die Meisterschaft schon wieder ein bisschen spannender geworden. Besonders, weil heute Bayern München gegen Borussia Dortmund spielen wird. Und Dortmund eben diese Chance hat, dass sie auf 2 Punkte verkürzen. Und dann sieht das deutsche Ligaleben schon wieder ganz anders aus, zumindest auf den ersten 2 Plätzen, weil Dortmund nach hinten auch mega viel Luft hat, eben die 2 Mannschaften, die die erste deutsche Bundesliga komplett dominieren. Ansonsten, jetzt schauen wir uns mal die Tabelle auch an, nämlich Hertha BSC immer noch auf dem Champions League Platz, auf dem Fixplatz mit 3 Punkten Vorsprung auf Gladbach, Mainz konnte aufholen, Schalke auch auf einem Qualifikationsplatz für die Europa League. Aber da geht es halt bis zum 7. Platz relativ eng zu oder bis zum 8. Platz. Wolfsburg hat dann schon 4 Punkte Rückstand, das heißt auch mit einem Sieg kann man das nicht komplett einholen. Unten ist immer noch Hannover 96, hat wieder 4 Punkte Rückstand auf den vorletzten und 6 Punkte auf den Relegationsplatz und überhaupt 7 Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Da sieht es momentan sehr, sehr düster aus. Gestern waren schon Zweitligaspiele in Deutschland. 60 München gegen den SV Sandhausen. Und da hat 60 München mit 3:2 gewonnen, den 3. Treffer für München durch Michael Lindl, ein Elfmeter. Sandhausen hat richtig stark gespielt, da war auch viel Glück dabei und viel Kampf auch, dass da nicht das 3:3 gefallen ist. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Man muss auch sagen, danke lieber KSC, dass sie gegen Düsseldorf gewonnen haben, weil dadurch sind die 60er Löwen nicht mehr auf einem Abstiegsplatz, sondern auf dem 15. Platz und das ist wunderbar, da lacht das Löwenherz von mir. Also, boah, Erleichterung pur, aber man muss gegen RB Leipzig dann das nächste Mal auf jeden Fall besser spielen, weil RB Leipzig von der Offensive nochmal ein anderes Kaliber ist natürlich. Wenn sie gegen Sandhausen die gleiche Leistung kopieren gegen Leipzig, dann wird es schwierig, da 1 Punkt oder überhaupt 3 Punkte zu holen. Nürnberg gegen den FC Kaiserslautern war auch das Highlight-Spiel am Freitagabend. Schauen wir uns das noch an. Rensing war da.
Nürnberg durch Eras in Führung gegangen, dann 3 Minuten später Bödvarsson den Ausgleich und in der 88. Minute Zoltán Stieber mit dem Siegestreffer für den ersten FC Nürnberg. Der hatte in der 83. Minute gelbe Karte kassiert. 5 Minuten später schießt er das Tor, zieht sich das T-Shirt aus und bekommt dann halt die gelb-rote Karte. Meiner Meinung nach recht dumme Aktion, aber was soll's. Sie haben durch Stieber gewonnen. Roma gegen Fiorentina mit 4-1 gespielt. In der zweiten österreichischen Liga gab es auch Partien. Austria-Lustenau gewinnt gegen den Aufstiegsanwärter St. Pölten mit 4-2. Dadurch ist auch die Austria-Lustenau wieder beim Aufstiegsrennen dabei. Der Kapfenberger SV gewinnt gegen Red Bull Salzburg 2, also gegen den FC Liefering mit 2-1. Das ist wunderbar. Klagenfurt verliert zu Hause gegen den Floridsdorfer AT. Das ist so die Überraschung an diesem Spieltag mit 1-2. Weil der Floridsdorfer AC hat in dieser Saison erstmal 5 Punkte gemacht insgesamt. Und das war mal der zweite Sieg in der Saison, das auswärts, nicht schlecht. Der SV Austria Salzburg spielt 2-2 gegen Wiener Neustadt. Schade, dass sie nicht gewonnen haben, weil sie waren zweimal schon in Führung und haben dann immer wieder den Ausgleichstreffer kassiert. Ein Highlight im globalen Weltfußball, das konnte man bestaunen in der zweiten österreichischen Profiliga, nämlich, dass ein Fußballer mit Prothese ein Profispiel absolviert hat, nämlich Schicker. Ein Spieler von Wiener Neustadt hat eben zu Silvester vor 1 oder 2 Jahren beim Böllerspielerei, wo er selber sagt, das war eine dumme Aktion, das war eine blöde Aktion, seinen Unterarm verloren und hat da halt mit der Prothese gespielt. Und das ist so ein Highlight, das geschehen ist, weltweit noch nie passiert im Profifußball. Respekt an Schicker, dass das so gut ging. Er spielt auch richtig gut. Es besteht auch keine Verletzungsgefahr für die Gegenspieler durch die Prothese. Und dann haben sie auch noch einen Punkt erkämpft. Also ein lachendes Auge und ein weinendes Auge habe ich da gleichzeitig bei solchen Momenten. Das Weinende war, weil die Austria Salzburg nur 2-2 gespielt hat. Und das Lachende, weil Wiener Neustadt mit einem Spieler, der eine Prothese trägt, einen Punkt auswärts erobert hat. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und das Topspiel war Wacker Innsbruck gegen den LASK Linz. Auch beides Aufstiegsanwärter, der Wacker Innsbruck sogar Tabellenführer. Da war Wacker Innsbruck lange in Führung und dann am Ende der Partie hat der LASK nochmal das 1-1 gemacht. Punkteteilung dadurch bei Innsbruck in der Top-Partie. Was steht denn sonst noch heute an Ligaspielen? Das war kein Abseits, oder? Rubin Okote kann da hinlaufen, will ihn querlegen und dann bekommt er den Kopfball nicht mehr rübergespielt. Augsburg gegen Leverkusen, Eintracht Frankfurt gegen Ingolstadt, der 1. FC Köln gegen Schalke 04, der VfB Stuttgart gegen Hoffenheim, Werder Bremen gegen Hannover 96, Wolfsburg gegen Gladbach und um 6:30 zur besten Ausstrahlungszeit für ein Fußballspiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München. Da bin ich schon gespannt, wie es da abgeht. Wahrscheinlich hat Dortmund sogar eine tolle Choreo vorbereitet, kann ich mir vorstellen. Das ist meiner. Spiel mal schnell. Kommt sogar an. Schön auf die linke Seite. Ich habe auch im letzten Part aus Versehen Schalke 05 gesagt. Das tut mir leid für jeden Fan vom FC Schalke. Und der Fehler von Rensing, den er dann wieder gut macht. Daniel Adlung kann Rensing nicht bezwingen. Ah, bitter. Das hätte das 1-0 gegen Fortuna Düsseldorf werden können. Den Eckball holt sich halt dann auch Michael Rensing. Bellinghausen
Ah, jetzt wird er abpfeifen, der Schiri. Irgendwie ruckelt das Spiel heute ein bisschen, kommt mir vor. Kann aber nicht beurteilen, warum das so ist. Hoffe, die Festplatte wird nicht voll. Nürnberg verliert spielt zu Hause momentan 0-1. Braunschweig 0-1 gegen St. Pauli. 1-0 führt der KSC gegen Fürth. Duisburg 0-1 gegen Bielefeld hinten. Leipzig 1-1 gegen Bochum. Freiburg gegen Lautern 1-1 und der SV Sandhausen 1-0 gegen Paderborn. Union Berlin, die Eisernen 0-1 gegen den FSV Frankfurt zurück. Ja, wir müssen da den Sieg sogar machen, weil ich glaube, das sind jetzt die letzten zwei Spieltage in der zweiten deutschen Bundesliga, die wir hier absolvieren werden. Schauen wir mal, wo uns die Reise danach hinführt. Auf jeden Fall wieder zurück zum FC Basel. Ob die uns behalten wollen oder wir weg wollen, das wird sich noch herausstellen. Da könnt ihr mir natürlich Tipps geben. Jetzt zu sagen, ja, Wechsel zu dem Club kann ich natürlich nicht machen, weil ich bekomme ja Angebote im Spiel und die kann ich dann akzeptieren oder ablehnen. Vitek auf Wahl der Drama. Weiß auch nicht, ob eine Kaufoption besteht für mich. Nagelmacher. Oh, das war nicht schlecht auf Rubin Okotie gezielt, aber da hat Rensing schon gerochen, dass die Flanke kommt. Stahl. Marius Wolf. Mit klärt ins Aus. Ah, das war schön gedacht von Rubin Okotie mit dem Fersalpass, das zu spielen. Jetzt läuft über Fink mal der Konter, der unterbunden werden konnte. Auch dann gleichzeitig eine Abseitsposition beim Aufbauspiel. Ivaiori darf den Ball treten. Es kommt Michael Lindl für Daniel Adlung in die Partie. Mal schauen, ob der mehr machen kann in der Partie als Daniel Adlung aus dem Zentrum raus. Achtung! Bitte komm raus einfach. Zur Sicherheit raus. Haben ihn gleich zugeschrien. Raus, raus, raus! Risiko im 16er, das sieht der Tormann immer ungern. Das war ein Foulspiel. Wird auch nochmal die gelbe Karte geben, weil das doch böse von hinten reingegrätscht war. Ja, genau so ist es. Rubin Okotie. Vielleicht ein bisschen frustriert, dass nicht die richtigen Bälle in den 16-Meter-Raum für ihn kommen, so wie er sich sonst vorstellt. Boah. Uhuhu, Ballverlust im 16-Meter-Raum. Das kommt raus. Christian Simon jetzt frisch in der Partie. Offensivmann auch. Kopfballduelle gewinnt er nicht, der Rubin Okotie heute. Mann, den kann man auch sicher spielen, ganz ehrlich. Seite. Rechts, rechts. Oh Gott. Er dreht sich weg. Schön. Simon. Halbherzige Flanke. Ja, Konan. Achtung. Boah, der steht komplett frei hier. Aber wir parieren den Ball. Flugkopfball pariert, entschärft. Michael Lindl. Schön auf Dominik Stahl. Dominik Stahl schießt und Michael Rensing ganz, ganz sicher. Lässt ihn nicht mal abprallen. Der war relativ wuchtig geschossen.
Schön. Michael Lindl. Oh, der hätte selber reingehen sollen. Oh, ihn hat es dann auch zu weit nach außen getragen. Gibt jetzt nochmal den Eckball für den TSV 1860 München. Einwurf. Kett. Michael Lindl war im Abseits, kein Eckball, sondern Freistoß für Fortuna Düsseldorf. 17 Minuten, bisschen Nachspielzeit wird es geben durch die Auswechslungen. Ja, Spiel wird ruppiger. Versucht immer wieder die hohen Bälle Richtung Okotie zu spielen. Entweder sie kommt zu schlecht oder Rubin Okotie kann sich nicht durchsetzen. Und jetzt war alles komplett frei und wir sind wieder da. Das ist jetzt. Man merkt, die Löwen wollen mehr und dadurch lassen wir den Düsseldorfern mehr Freiheiten. Zum Glück haben sie einen souveränen Tormann hinten im Kasten stehen. So, Christian Simon. Ja, schaut, das hat er öfter schon gewonnen eigentlich. Boah, und das war abseits zum Glück. Puh, wieder gehalten. Also das ist mal eine klasse Partie wieder von uns. Jetzt müssten wir uns nur mit einem Tor belohnen. Pink. Was, Eckball? Alle Drama nach vorne. Schön. Ein am Ball. Christian Simon, der hat die Energie, der ist frisch in die Partie gekommen. Wird Einwurf für 60 München geben. Das war schlecht gemacht. So schön war das zusammengespielt. Oh, er kann den Ball nicht mitnehmen. Ich drehe am Rad. Das, oh Gott. So viele Chancen in dieser Partie. Legt ihn sich zu weit vor. Es ist halt auch das Unvermögen der Spieler heute an diesem Tag. Einfach individuelle Offensivfehler, die wir uns da leisten. Und das darf sich ein Aufstiegskandidat halt echt nicht erlauben. Nagelmacher. Läuft nach hinten. Was soll denn der Scheiß? Dann lassen wir sowas noch zu, versteht ihr? Hohe Bälle, keine Chance, die zu erreichen, die Mitspieler. Deutliches Chancenplus bei 60 München und versaut haben es die 60er Löwen. Katastrophe, ey. Katastrophe.
Und Düsseldorf war vor uns. 56. Oh. Wir wären 3 Punkte dran am Relegationsaufstiegsplatz. Ich glaube fast, dass das das letzte Spiel ist, oder? Wir hätten rein theoretisch die Chance gehabt. Die ist aber weg. Die ist aber weg. Deswegen simulieren wir die ganze Geschichte nur noch. Oh, kann ich das gar nicht? Achso, ich muss ins Spiel rein, ne? So, das simulieren wir einfach, weil ach, das. Heute ist Samstag, da machen wir komplett die Saison zu Ende. Und mit neuem Schwung geht es dann rein. Ja. Oh Gott, das läuft. Das läuft. So. Dachte ich schon, das Spiel hat sich aufgehangen. Den Rest simulieren wir. Haben wir das letzte Spiel jetzt gewonnen? Nee, auch unentschieden gespielt, oder? So, warte, Paarung anzeigen. Ja, auch 0-0. Hatten dann auch keinen Bock mehr, da Tore zu schießen. So, Torwart des Turniers. Wenigstens das haben wir bekommen. Torwartabschlag plus 3, plus 3. Da geht's aber ordentlich rauf jetzt gleich. Ich jetzt gesamt nicht mehr bekommen habe. Weiß ich auch nicht. Habe ich eigentlich die halbe Saison eine Leihe oder sogar bis zur nächsten Wintertransferzeit? Weil dann könnte man natürlich die Saison in der zweiten deutschen Bundesliga neu anpacken. So, jetzt muss ich zurück zum Verein. Ah, ich kann aber noch trainieren, das machen wir auch schnell. So, Elfmeter parieren. Das darf ich noch bei 60 München machen. Einmal. Zweimal. Ohne Hilfe? Nee, den bekomme ich noch mit Hilfe. Der Lindl ist mein Gegner. Mann, warum? Weil er genau in die Ecke gegangen ist, deswegen. So. Ja. Den nochmal gehalten. So, musste hier einen kurzen Cut einbauen. Bevor es hier weitergeht mit dem nächsten Training und dann schauen wir uns die Transferzeit an. Das ist ja ein richtig langer Part hier. So. Habe auch währenddessen Chicken Curry gegessen, muss ich zugeben. Selbst gemacht.
Oh, Rodri hat sich die Kugel geholt. Lindlauch. Wer steht da links? Adlung oder Simon? Rama, okay. Rüber. Dann haben wir da auch alles geschafft. So, zurück zum Verein. Okay, dann müssen wir die nächste Saison simulieren. Oder halt der Spielplan muss simuliert werden. Okay. Was? Eine Reihe von Misserfolgen, ey. Wir hatten dann einen Lauf mit zwei Unentschieden, natürlich, ja, aber... Ansonsten, da steht Misserfolge. Was soll denn der Bullshit? Und Vajori ist glücklich bei 1860 München. Perfekt. Vajori nicht mehr unglücklich. Ja, der war jetzt auch eine Stammkraft bei 60. Der kann gar nicht... unglücklich sein. Dauert da ein bisschen lange, obwohl ich einen 6-Kern-Prozessor da eingebaut habe bei mir. Könnte ich auch mal entstauben. Mein PC, wenn ich da so reinschaue, muss ich mir eine Luftdruckdose kaufen noch. So. Jetzt könnt ihr eigentlich entscheiden, ob ich nochmal eine Ausleihe machen soll oder irgendwie eine wartet mal, ob ich einen Transfer anfordern soll. Bin das überhaupt nochmal? Ah ja, da Transferanfragen und so weiter. Also das könnt ihr entscheiden. Ich sage wie immer, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Partizan LP. Tschüss, Leute.